rumsteht, ist es ja trotzdem ein Diebstahl. So, ich bin schon etwas länger hier und dieses Auto ist gar nicht zu erwerben in einem Shop hier bei uns. So, Also ich bin. auch wenn du es tunen könntest, du hättest nichts davon, weil spätestens bei der nächsten Sonnenwende wäre das Auto weg, weil du kannst es nicht einlagern, da es nicht dir gehört, so, weil du keine Schlüssel dafür besitzt. Weißt du, wie ich meine? Aber hier gibt's gute, billige Autos zu kaufen, zum Beispiel der Roadrunner bei der 200 beim Autohaus PD Motorsport für 4.500 Neuwagen und der hat auch gut Bums, also zumindest für den Preis. Ja, es ist eine coole Information, aber wie gesagt, ich bin zum ersten Mal hier. Ja, klar, deswegen wollte ich dir das nur so Ne, als guten Tipp also sagen, ich weil ich bin meine, schon länger wir hier. kennen uns ja auch noch nicht, also wir laufen uns jetzt gerade Nee, zum nee. ersten Mal über den Weg und also ich weiß auch nicht wegen dem geklauten Auto, ich muss irgendwie mein Bruder oder so gewesen sein. Ich weiß nichts Okay. von geklauten Auto. Ach so, der hat dir nämlich ziemlich ähnlich geschaut. Ah, das ist so unser Ding. Okay. Aber hi, ich bin Ingo. Ingo, ich bin Jackson. Ah, hey Jackson, und alles klar? Ja, danke bei dir. Ja, so weit, so gut. Hab gerade ein Auto geklaut und ja. Ja, nee, ist ja auch nicht schlimm. Ich dachte jetzt, du fliehst da panisch, weil ich das so erwähnt habe, aber Bruder, hui ja. da brauchst du keine Sorgen zu haben. Das weiß, kann nicht jeder wissen am Anfang. Aber das war gerade. Der hätte mich mal mitnehmen können gerade. Das ist der Mechaniker. Der da hinten, der da jetzt kommt. Dieter. Dieter. Komm mal. Komm, Ja, ich hab's für dich. du klingst aber, als hättest du Bock. Oder Ja, ist ich bin einfach schon noch. langer Arbeitstag heute? Der hat schon eine lange Schicht. Hallo? Hallo? Ja, hi, ich bin Ingo. Ja, was kann ich für dich tun? Ja, wir schwatzen ja gerade so ein bisschen über meinen Bruder, der gerade hier war und der ein Auto geklaut hat und jetzt. Der Ja. wollte das Auto langsamer machen, weil es zu viel Bums hatte. Ja, keine Ahnung. Der Typ hat einfach manchmal nicht so gute Ideen, aber irgendwie, naja. Ja, Miele kann man sich so nicht aussuchen, ja. Hast du schon gefunden oder suchst du dir was oder schließt du dich was anderem an? Wie meinst du jetzt? Ja, ob du dir eine legale Arbeit suchst oder dich einer Fraktion anschließen willst. Oh, weiß ich noch nicht, muss ich mal gucken. Bin noch unentschlossen. Einen Führerschein hast du denn schon gemacht? Vielleicht, aber vielleicht habe ich ihn jetzt auch gerade daheim. Ich weiß jetzt gerade nicht so. Ja, wir sind nicht von der Polizei. Wir sagen auch nichts weiter. Wir treffen öfter Leute, die noch nicht so informiert sind. Deswegen meine ich es ja nur als guter Rat, dass du nicht, wenn du mal von der PD angehalten wirst, richtige Probleme kriegst. Ja, es könnte also heißen, dass ich jetzt einfach die ganze Zeit nur Glück hatte gerade. Ja, das kann Na, sein. gut zu wissen. Weil ansonsten können die dir sehr schnell die Handschellen anlegen und dich in eine Zelle stecken. Und das wäre nicht so angenehm. Ja, das glaube ich ja. Ne, aber wo kann man denn einen Führerschein machen? Bei der Fahrschule. Die ist, warte, ich zeig. Kannst dir sagen, die ist bei der 140, bei diesem weißen Koffer. Direkt Ah. neben dem Unicorn. Ah, okay. Okay, cool. Gut, danke. Danke für die Info. Weißt du, wie man einen Dispatch sendet? Ja, ich hab das Telefon erst seit gestern. Schau mal, du gehst auf dieses blaue I oder dieser mit dem blauen Hintergrund. Und da kannst du jetzt zum Beispiel auf Fahrschule gehen und ein Dispatch senden. Da kriegen alle Fahrlehrer eine Nachricht. Da schreibst du zum Beispiel, hallo, ist jemand da? Ich würde gern Führerschein machen. Und dann, wenn du eine Antwort kriegst, weißt du, es ist jemand da. Dann kannst du hin, da musst du nicht jedes Mal vorbeischauen und
hoffen, dass jemand da ist, dann schaust du da einfach und ja, so machst du das mit allen Geschäften. Mit Verkäufern, mit dem MZ, also dem Notdienst, wenn mal ein Unfall ist, da schickst du einen Dispatch. Mit dem Standort dazu kannst du einfach ankreuzen und dann werden die informiert und kommen vorbei, wenn jemand da ist. Also das musst du so bei allem machen. Okay, ja, nur hat irgendwie, ich weiß nicht, mein Telefon ist vorhin runtergefallen und irgendwie hat es gerade einen Fehler. Irgendwie, weiß auch nicht. Warte mal, ich gehe mal kurz mal hier an die Wand. Warte mal kurz, warte mal kurz. So, du Scheißding, jetzt geh mal. Ja, nee, also irgendwie. Warte mal, ich schau mal gerade, ob das geholfen hat. Ja. Nee, was also, genau funktioniert nicht? Ja, also ich weiß auch nicht. Also ich bin nicht so telefonversiert, ne? Und jetzt mache ich ja hol mein Handy raus und drücke halt hier auf das E und es funktioniert nicht. Dieses Scheißtechnik, es funktioniert einfach nicht. Ich weiß ja auch nicht. Mensch. Ja, muss vielleicht mal Augen waschen. Weißt du, was das heißt? Wenn man sagt, man geht kurz Augen waschen. Ich gehe ins Badezimmer und ja, nee, jetzt mal so ganz kurz, wenn man sagt, man geht Augen waschen, dann startet man kurz neu, weil irgendwas nicht so funktioniert, wie es sollte. Ah, okay. Okay. Deswegen sagt man jetzt zum Beispiel auch, vielleicht müsstest du mal kurz Augen waschen, dann wird es wieder funktionieren. Und ja. Okay. Kann ich mal kurz mal eben gucken, was da oben auf dem Dach ist, oder ist es nicht so gewünscht? Du kannst dort die Treppen raufnehmen. Ah, okay. Gut, dann gucke ich da mal eben und dann komm ich vielleicht gleich nochmal. Wenn ihr noch da seid, dann komme ich nochmal, ne? Ja, ja, passt. So, wir sind wieder gemutet. Das ist natürlich. So, dann machen wir gerade mal. Spiel beenden. So, dann schalten wir eben mal hier um. So. Das hatte ich nämlich gestern auch schon, beziehungsweise jetzt ist hier. Hatte gerade eben mit dem Handy auch schon. Mit dem Ingame-Handy ist schon so ein paar Sachen nicht funktioniert. Da starten wir einfach gerade nochmal neu. Ich muss hier gerade nochmal einen neuen Bot-User eintragen. Bop. So, dann starten wir gerade, geht hier auch nochmal neu. Beziehungsweise das 5M. Und machen wir nebenher da hinten gerade mal das Fenster zu. Did it,
muss gerade mal laden. Ladio, ladio, ladio. So, dann schalten wir hier schon wieder rum. Probier es jetzt nicht zu laut. Wow, Snack. Okay, doch, es ist ziemlich laut. Oder? Aber ganz schön laut. Okay. Aber geile Idee wegen dem Song. Ah! Ja, alles gut, alles gut, alles cool, alles cool. Warum klaust du weiter Fahrzeuge? Nein, ich hab's doch gar nicht geklaut. Das gehört ihm. Das steht doch noch da. Ich hab gar nichts gemacht. Du hast es wird besser, du verlässt dieses. Ja, okay, okay. Okay, okay, okay. Ich muss mal eben. Ich glaube, ich muss hier gerade mal eben. Den Shortcut umstellen. Das ist ein bisschen blöd. Und ich gehe mal gerade eben hier rein. Okay, F12. Scheint nichts zu machen. Ich hoffe mal aber auch. Das okay. Okay, perfekt, so ist besser. So, ich bin jetzt auch gerade wieder gemutet. Vielleicht überlege ich mir mal nochmal, dass man irgendwie auch im Stream dann sieht, dass ich dann gemutet bin in solchen Situationen. Aber ja, da wollte ich gerade mal
bei denen mal ein bisschen gucken, die mal ein bisschen schicken.